Du brauchst 50 bis 100 Gramm Wolle in der Stärke 7, 8 oder 9 und dazu passende Nadel, ebenfalls 7, 8 oder 9. Ich habe hier die Wolle in der Größe 8 bis 9 und die entsprechende Nadel dazu. Und als erste schlagen wir 42 Maschen ein. Stricken wir 8 Reihen, einmal rechts, einmal links, Muster, ein Bündchen, 8 Reihen, 42 Maschen, auf 2 Nadeln hoch. Nach 8 Reihen, eine rechte, eine linke Masche, also 4 cm, stricken wir zuerst 22 ersten Maschen durch. Ich habe 20, das wären jetzt 22 und nehmen wir einen anderen Knäuel dazu und knoten wir ran. Den Faden lassen wir etwas länger, der wird uns nützlich sein. So, die ersten 22 Maschen werden unser Rückenteil von dem Pulli sein. Die werden glatt gestrickt, glatt rechts gestrickt. Also rechts die Vorderseite und links wird die Rückseite sein. Diese 20 Maschen werden unser Bauchteil, also Unterteil vom Pullover sein und die werden wir weiterhin stricken mit dem angebundenen Knäuel in dem Bündchenmuster, wie es fällt. So, hier lassen wir unsere Faden liegen und nehmen den anderen Faden und hier stricken wir weiter links. Das ist die linke Seite von unserem Rückenteil. Und dann wenden wir wieder. Man kann natürlich andere Nadel nehmen. Geht ganz klar. Und hier stricken wir unseren Rückenteil glatt rechts und hier nehmen wir wieder den anderen und den stricken wir im Bündchen. Ich habe jetzt meine Arbeit auf die andere Nadel genommen, damit man das besser sehen kann. Auf diese Seite sind jetzt die 20 Maschen für meinen Bauchteil und davon stricke ich 32 Reihen in dem Muster, ein rechts, ein links und schließe ab. Das ist mein Bündchenteil und davon sind noch 32 Reihen. Rückenteil stricke ich ebenfalls 32 Reihen. Allerdings fällt der Rückenteil etwas breiter aus, weil das Muster rechts, einmal links knautscht ein wenig, Strick
zusammen und glatt rechts bleibt etwas weiter und das hat dann eine super Passform an dem Rückenteil. Und es geht folgend, dass man vier Reihen weiter strickt im Rechtsglattmuster, im Glattrechtsmuster. Danach in der 37. Reihe strickst du die ersten drei Maschen, dann die dritte und vierte Masche strickst du zusammen und das gleiche am Ende, dass du hier eine Masche weniger hast und auf der anderen Seite, also zwei Maschen auf der Reihe. Und dann kommt die linke Reihe und das gleiche wiederholen nochmal in der 39. Reihe. Und ab hierhin strickst du neun Reihen rechts und links nochmal, einmal rechts, einmal links, Bündchen. Und dann bekommst du so ein Pullover. Ich habe bereits ein fertiges Teil. So sieht der Rückenteil. In unserem Pullover entsteht hier keine Naht im Bündchen. Es gibt hier eine einzige Naht, die sollte dann nach Abschluss der Arbeit zusammengenäht werden. Das Bündchen und 1 cm nochmal unterhalb von Bündchen und hier ebenfalls 1 cm nochmal zusammenschließen. So hat das bessere Passform. Die nächsten 6 cm solltest du nicht vernähen von beiden Seiten und von beiden Lagen, dann da sollen die Füße durch. Unser Pullover besteht quasi aus drei Teilen. Das eine Teil ist das Bündchen und das andere ist Unterbauch und der dritte Teil ist unser Rückenteil. So, ich würde mit der Häkelnadel das zusammen häkeln. Du kannst das gerne zusammen nähen, um diese Teile zusammenzufügen. Also, ich häkele zusammen Bündchen, da haben wir nur zwei Enden, die wir zusammenfügen und da sind 4 cm plus 1 cm für die Öffnung für die Vorderpfoten und hier lasse ich 6 cm Öffnung und die restlichen 7 cm meine ich das nähe ich zusammen oder häkel ich zusammen und das ebenfalls auf der anderen Seite. Und damit ist unsere Pullover fertig. Beim Vernähen oder Häkeln werde ich dir empfehlen, deinen Strickstoff ein wenig zu ziehen, zu dehnen, damit das nicht so zusammengeht. Und jetzt zeige ich dir, wie du das häkeln kannst. Das Häkeln finde ich hier total praktisch, weil der Faden sehr dick ist. Und passenden Garn in den Farben muss man dazu schon haben. Also nehme ich einfach den Faden und entsprechend einfach eine dicke Häkelnadel. Und dann sieht man die Naht auch nicht wirklich. Denn das mit demselben Faden verläuft das Ganze in einem schönen harmonischen Bild, harmonisches Bild und das geht ganz einfach. Einfach dicht, Stück für Stück, zwei Maschen zusammen, eine Luftmasche. Ich nehme
die eine Seite, dann die andere Seite und dann führe ich den Faden durch, dann häkele ich das durch, dann gucke ich, ob mir das denn ausreicht, nachmessen, ich habe da schon ein gutes Gefühl dafür. Man kann es grundsätzlich weiterlassen, dass die Hunde auch mit ihren Krallen nicht hängen bleiben. Es ist manchmal wirklich sehr unangenehm. So, das eine Teil ist jetzt fertig. Das kann man dann hier verstecken nochmal und vernähen den Faden. Werde ich dann später so einmal einfach zu zeigen, dann habe ich dann schon die Öffnung hier, kann mein Hund einsteigen. Jetzt aufpassen, dass man das Ganze symmetrisch bekommt, also nochmal vergleichen, mal schauen, ja, nochmal dehnen. Manchmal wird das Strickbild von sich selbst, wenn man hier in den Farben kann ich noch ganz gut sehen, dass ich es hier beginnen muss. So. Und das Ganze hier noch einmal. So, das wird mir jetzt reichen. Ein schöner, kuscheliger Pulli ist fertig. Jetzt kommen wir noch den Hund holen und anprobieren. Ich freue mich, wenn das Video dir gefallen hat und du die Anleitung gut nutzen kannst. Schau unten in der Beschreibung unter dem Video, da gebe ich noch in Zentimetern Angaben, damit du das besser nachvollziehen kannst. Und wenn das Video dir gefallen hat, dann like es und teile es mit deinen Freunden, die vielleicht auch einen Chihuahua-Pullover nachstricken wollen. Und ich wünsche dir viel Erfolg. Bis dann! So sieht der Hund ja jetzt aus. Ein bisschen warm. Er denkt jetzt, er geht jetzt raus, ja? Du denkst, du gehst jetzt raus. Du gehst jetzt raus, denkst du? Ja, du Feini. Du mein Feini, du denkst, du gehst raus. Viel Spaß beim Nachmachen.